Aber ich kenne das, wenn ich jetzt hier was wegkloppe, dann ist das so direkt kaputt, weil da drunter auch noch Lava ist. Ich gehe mal hier hin. Das wäre super arschig. Super arschig. Oh, oh. Verdammt, ich höre was. Mein Gott. Man hat eigentlich nur irgendwie, ja, eine Höhle gehört, aber dass sie so klein ist, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und das ist auch geil, wenn ich das hier mal vergrößern will, dann muss ich die ganze Lava, also die ganze Obsidian hier noch wegklopfen. Schlau gemacht. Was ist? Komm mal mit. Komm mal mit. Nein. Auch wenn es heiß ist, du musst es lernen. Du musst es lernen. Geh da rein. Nein. Komm. Ach Mann. Ich will einfach nicht auf mich hören, das Schaf. Egal, ich lasse das, nee, ich lasse es nicht hier auf, weil sonst komme ich irgendwann hier runter und alle sind tot. Hat dann das Schaf gemacht, um sich zu rächen. Alle hier reingeschickt und getötet. Es gibt dir doch mal Mühe, du Spitzhacke. 7. Obwohl nur 30 Sekunden, das kann man verkraften. Mal eben was trinken nochmal. Ich glaube, ich habe eine Höhle von rechts gehört. Und noch ein. Oh, da brauche ich noch mehr. Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich nehme mal noch 2 mit. Weil wenn man 4 rechts macht, 4 links, 2 oben, 2 unten, dann hat man 4 rechts, 4 links. Dann hat man auf jeden Fall weniger. Ne, 5 rechts, 5 links. Ach, keine Ahnung, sehe ich ja gleich. Voll verpeilt. Und Redstone ist da unten. Naja, ich gehe noch einmal in die Richtung. Nur ein Stück. Höhe von 9. Hier finde ich ja eh nichts, glaube ich. Weil ich hier gerade was gehört hatte, deswegen. Jetzt geht doch mal hier runter, ihr blöden Schafe. Neugieriges Drecksvolk. Das arme Schwein dazwischen. Oh, ma. So, jetzt mache ich mich höllenfertig. Das wird die Hölle. Und ich glaube, so viel ich das noch im Kopf habe. Oh, schnell drücken. Bäm. Ist ein Klotz in der Hölle, sind 10 hier oben. Und was ich da genau will, erzähle ich gleich, nachdem ich meine Taschen leer gemacht habe. Ich glaube, ich mache mal wieder diesen Inventory-Mod drauf. Damit man nur noch einmal klicken muss und alles ist in der Kiste drin. Weil das dauert ja ewig hier. Mal dieses Aussortieren und Reinsortieren. Ich meine, es war schön, weil da findet man relativ schnell seine Klamotten wieder, aber es nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, das da alles einzuräumen. Fleisch nehme ich auch nochmal ein bisschen mehr mit. Gold kommt weg. Gold kommt weg. Fleisch. Die Steine können weg. Die Leitern. Glas. Ne, gar nicht. Glas wollte ich eigentlich noch oben verballern. Ach, egal. Ich pack's jetzt weg. Ich pack es jetzt weg. Leitern. Mob Drop. Knochen sind bald voll. Die Hände sind schon voll. Ich glaube, ich brauche bald eine Mob Drop Kiste 2. Ja. Glas. Stone. Obwohl, ich nehme mal ein bisschen Stone mit. Ich wollte ja ein bisschen was bauen in der Höhle. Das wäre zum Beispiel jetzt eine super Gelegenheit dazu. Was ich aber hier lasse, sind die guten Werkzeuge, weil ich kenne mein Glück. Ich falle dann irgendwo rein, außer... Ja, Moment. Behutsam sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Axt brauche ich nicht.
Die Hake auch nicht. Das Feuerzeug ist sehr wichtig in der Hölle, falls das Tor mal ausgemacht wird. Aber für den anderen Kram eine Eisenspitzhacke reicht da, glaube ich. Und ein paar Eisenschwerter noch. So regt man sich nicht so viel auf, wenn jetzt irgendwas verloren geht. Was Wichtiges. Aber ich hole mir nochmal eben ein Stück Fleisch für unterwegs. Oh. Oder für jetzt und dann noch eins für unterwegs. Klick. Und damit ich, wenn ich sterben sollte, ich noch ein paar Level mehr habe, die verkacken, gehe ich mal eben hier rein. Hört sich sehr voll an. Geil. Moin. Man achte auf die Level. Level 12 momentan am Anfang. Relativ. Und? Ja, knapp ein Level war es jetzt. Ist in Ordnung. Ja, komm, ist in Ordnung. Ja, fein, ja, sitz. Ja, feiner Hund. Muss ich nur überlegen, in welche Richtung ich gehe. Nur ich gehe noch nicht. Also, ich mache das Tor noch nicht an und gehe noch nicht durch. Das mache ich erst in Welt 1.2. Weil es läuft wie folgt ab. Ich könnte jetzt einfach rausgehen und irgendwie so lange in eine Richtung laufen, bis ein Dschungelbiom kommt. Aber da ich relativ viel schon hier um diese Insel erkundet habe, mache ich folgendes. Und zwar gehe ich in die Hölle. Baue mir, keine Ahnung, ungefähr 100, 200, ne, okay, 100 Felder. Ja, noch niemals. Doch, vielleicht 100 Felder weiter ein Höllentor. Und gehe dann durch. Mist, wo war jetzt vorne, wo war hinten? Und dann stehe ich ja quasi in einem frisch generierten Gebiet. Mit Glück ist es dann eine Hölle, mit Pech aber nicht. Also dahin in die Richtung, wo ich jetzt gucke, gehe ich ein paar Felder rein. Aber ein höher, würde ich fast schon sagen. Hier. Also wenn ich dann geupdatet habe, dann gehe ich direkt durch das Portal durch und laufe dann in Richtung. Ja, in welche Richtung laufe ich? Ach man, hätte ich mir noch eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Die ballern so schnell weg, die Dinger. Und laufe dann in Richtung Dschungel, wo einer sein könnte. Na toll, und jetzt soll ich meine behutsam Spitzhacke kaputt machen am Arsch. Könnte ich mich jetzt direkt wieder drüber aufregen, dass ich jetzt nochmal da hoch kann. Toll! Da! Da wollte ich auch mal neu bauen, egal. Obwohl, wie viel Pistons habe ich eigentlich da oben? Das war mal nur so als Gag gedacht, dieser Gang darüber. Den habe ich schon gebaut, bevor es noch gar keine Hölle gab. Gar keine Hölle, gar keine Pistons gab offiziell. Eisenspitzhacke. Sticks nehme ich mal. Ah, ich glaube, drei reichen, ne? Immer? Nein, ich mache eine mehr. Keine Lust, nachher wieder zu sagen. Oh nein, reicht doch nicht. Und bam. Und zack. Bodenschätze. So, jetzt aber. Weil da unten lohnt sich diese Behutsamkeitsspitzhacke nur für Glowstones. Sonst nicht. Rennen! Die Hölle! Genau, ich mache so eine Jump-Map rein. Geil. Welt wird simuliert. Du mich auch. Was haben die da für eine Scheißfarbe, die Blöcke? Moin, Schweinemann. So.
Und so, nein. Doch, egal. Ach du Scheiße. Glück gehabt, von wo kommt er? Von wo kommt er denn? Ah, guck mal, genau über mir. Schrei! Oh, noch einer. Sind die wahnsinnig? Und bäm! Nein, daneben, daneben, daneben. Geh doch kaputt da hinten, ich treffe ihn nicht mehr. Alles brennt. Bin ich jetzt super Zielmodus inaktiv? Endlich! Ach du Scheiße. Es brennt. Alter, was hat der denn hier weggebammt alles? Nur mal eben gucken, ob der eine Träne verloren hat. Die müsste ja dann da oben liegen. Die sind ja relativ schwer zu bekommen, würde ich mal behaupten. Oh, da hinten ist noch einer. Nein! Meistens kacken die irgendwo ab, wo Lava ist. Der andere ist ungefähr hier so runtergekommen. Aber an sich ist hier nichts. Doch, da ist EP. Ja, okay. Wahrscheinlich wieder in Lava gefallen. Oh, was war da? Ne, war doch nichts. Obwohl, der ist genau hier runtergekommen, weil das EP lag jetzt genau hier drum. Die EP. Das EP. Pilze! Autsch! Alter, schnell hier rein. Oh, warte mal, ich kann mal eben noch 1, 2, 3 und 2. Man könnte hier auch eine Farm hier irgendwo hinbauen von diesen Mob-Spawnern, die hier rumhängen. Blazings, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Da soll man wohl richtig schnell und viele Level bekommen. So, jetzt mache ich nur mal eben bis zu dem Berg anfangen. Das Zeug hier weg. Und mit Steinen ausfüllen. Die schönen Gedärmsteine. Der kann weg. Mann, was der hier alles kaputt gemacht hat, der Wichser. So geil. Jetzt habe ich eh nicht mehr viel davon. Schaffe ich. Nein, es fehlen zwei. Zwei Stück fehlen. Meine Güte. Ich kam jetzt einfach mal schnurgerade aus. Wahrscheinlich lande ich jetzt gerade irgendwo in so einem Lavaloch. Aber irgendwann muss man doch mal hier wieder irgendwo rauskommen. Die Hölle ist ja unendlich, genau wie oben. Die andere Richtung wäre, glaube ich, schwieriger gewesen, weil ich da hätte ich, ja, über die Lava noch gemusst. Da sind wir doch. Oh, verdammt. Lauf! Boah! Alter! Okay, hell ist hier jetzt genug. Nein, der wartet da! Schrei nur! Abgekackt? Ist es gestorben? Gerade noch gesagt, andere Richtung müsste ich bestimmt über die Lava da.